Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist ja immer noch Party, ne? Unterhalten wir uns mal mit dem hier. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Was gibt es denn, junger Freund? Ah, Moment mal. Du bist doch dieser Pilot. Paddock. Fenton Paddock. Ah, sag ich doch. Dann stimmt also, was der Barkeeper sagt. Sie kennen halb Hongkong? So, sagt er das? Kann schon sein. Ich suche einen Bekannten, der bis vor 2 Jahren hier in diesem Viertel gewohnt hat. Er heißt Yen Wang. Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Und jetzt brauche ich dringend seine Hilfe. Haben Sie schon mal von ihm gehört? Oder wissen Sie vielleicht sogar, wo ich ihn jetzt finden kann? Wie war gleich sein Name? Wang. Yen Wang. Wang? Wang. Ja, Jungchen, mit Namen habe ich's leider nicht mehr so. Er wohnte hier im Viertel, sagst du? Ja, bis vor 2 Jahren. Er war Kartograf. Ein Kartograf? Ich bin mir nicht sicher. Schade, ich hatte gehofft. Langsam, langsam. Namen sind was für Grabsteine. Aber ein Gesicht vergesse ich nie. Wie sieht er denn aus? Hast du vielleicht ein Bild von ihm? Zeig mir ein Bild und ich sag dir, was du wissen willst. Ein Bild? Gut, warten Sie hier auf mich. Ich bin gleich zurück. In meinem Büro müsste ich irgendwo noch ein Foto von Yen Wang haben. Ihnen hilft wirklich nur ein Bild, um sich an Wang zu erinnern? Ja, sagte ich doch. Besorg mir ein Foto, dann kann ich dir helfen. Na schön, sollte kein Problem sein. In meinem Büro müsste noch irgendwo ein Foto von Yen Wang rumliegen. Ich brauche noch Informationen. Kennen Sie sich eigentlich nur in Hongkong so gut aus? Oder erstrecken sich Ihre Kenntnisse zufällig auch auf etwas entferntere Regionen, wie zum Beispiel Tibet? Willst du dich über mich lustig machen, Jungchen? Nichts liegt mir ferner, Sir. Ich sammle zurzeit nur möglichst viele Informationen über Tibet. Und es hätte ja sein können, dass Sie ein weitgereister Mann sind. Ich bin mein Lebtag nicht aus Hongkong herausgekommen. Und um ehrlich zu sein, zieht es mich auch nicht in die Ferne. Reisen bringen einem nur Ärger. Am Ziel findet man nie, was man sich erhofft hat. Zu Hause verpasst man in der Zeit womöglich etwas, worauf man lange gewartet hat. Wenn du mich fragst, bleib lieber hier. Man geht dem Ärger am besten aus dem Weg, indem man ihn nicht sucht. Danke für den Tipp, aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Na, vergiss mein Gerede. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Bis später. Bis später. Ein weiser Mann. Ja, die blöde Katze sitzt immer noch da. Können wir hier wieder rüberklettern? Jo. Na gut, wo könnte ich ein Foto von Yen Wang haben? Im Safe. Im Safe könnte tatsächlich noch ein Foto von Yen Wang liegen, das dem Gedächtnis des alten Nian Xu auf die Sprünge helfen soll. Da ich das alte Ding kaum benutze, habe ich die Kombination für das Zahlenschloss nicht im Kopf. Die steht auf einem Zettel in meiner Brieftasche. Hey, was? Wo? Meine Brieftasche ist weg. Mist. Ich kann sie nur im Hafenbecken verloren haben. Dann muss ich wohl oder übel doch nochmal zum Hafen runter. Vielleicht habe ich Glück und kann meine Brieftasche aus dem Wasser fischen, ohne dass ich Tong und seinen Männern über den Weg laufe. Okay. Dann willst du jetzt tatsächlich nochmal zu dem Hafenbecken? Zum Hafen. Boah, eine Brieftasche. Das glauben mir meine Kumpels nie. Das ist doch meine Brieftasche, die der Kleine da aus dem Wasser gefischt hat. Moment mal, Kleiner. Das ist meine Brieftasche. Danke, dass du sie gefunden hast. Was?
Ja klar, da könnte ja jeder kommen. Für wie blöd hältst du mich eigentlich, Großer? Nein, ehrlich, das ist wirklich meine Brieftasche. Na und? Ich will sie wiederhaben. Aber ich habe sie gefunden. Und woher weiß ich überhaupt, dass das deine ist? Weil ich dir sage. Jetzt gib sie schon her. Nein. Und wenn du sie mir wegnimmst, dann schrei ich. Aha, dann schreist du also. Moment mal, vielleicht treiben sich noch immer die Schläger der Triade hier in der Nähe rum. Ich sollte besser kein unnötiges Aufsehen erregen. Okay, Kleiner, sperr deine Lauscher auf. Die Brieftasche ist sehr wichtig für mich. Ich muss sie unbedingt wiederhaben. Nicht mein Problem. Dieser verdammte kleine Mistkerl. Also gut, dann muss ich es eben mit netter Onkeltaktik versuchen. Verrätst du mir deinen Namen? Nur wenn du mir deinen sagst. Tja, ich bin Fenton. Ich bin Hao. Also gut, Hao. Willst du einen Finderlohn? Du kannst alle Münzen haben, die in der Brieftasche sind. Nein. Was willst du denn dann? Hilf mir, eine Fledermaus zu fangen. Wie bitte? Eine Fledermaus fangen? Ja. Ich dachte, du angelst hier. Damit schlag ich nur die Zeit tot, bis die Fledermäuse rauskommen. Da drüben in den Lagerhallen gibt's jede Menge davon. Was willst du denn mit einer Fledermaus? Ich habe mit meinen Freunden gewettet, dass ich eine fangen kann. Und du kannst gar keine fangen? Klar kann ich das. Normalerweise. Aber heute regnet's. Und? Du hast ja wohl mal überhaupt keine Ahnung. Wenn es regnet, sind keine Insekten da. Und wenn keine Insekten da sind, gibt's kein Futter. Und wenn es kein Futter gibt, kommen die Fledermäuse auch nicht raus. Klar. Gar nichts ist klar. Wenn ich keine Fledermaus fange, wie stehe ich denn dann da? Naja, dann riskierst du beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so eine große Klappe. Ich dachte, du willst deine Brieftasche zurück. Na gut, ich lass mir was einfallen, wie du an deine Fledermaus kommst und du gibst mir dann meine Brieftasche zurück. Klar, versprochen ist versprochen. Na schön, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dem Kleinen zu helfen, wenn ich meine Brieftasche wiederhaben will. Ja. Was macht meine Brieftasche? Was macht meine Brieftasche? Ich pass gut drauf auf. Ich gebe sie dir, wenn du mir hilfst, die Fledermäuse anzulocken. Ich bin dann mal wieder weg. Ja, wir müssen dann wohl mal los. Hallo? Ach da, okay. Guten Abend, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Macht Ihnen das hier Spaß? Was meinen Sie, Sir? Na, sich im strömenden Regen die Beine in den Bauch zu stehen. Zum einen habe ich 10 Jahre lang in London Dienst geleistet. Regen macht mir also nichts aus. Außerdem ist es mir eine Ehre, hier vor dem Gouverneurspalast für Ruhe und Ordnung sorgen zu dürfen. Ich empfinde meine Pflicht in keiner Weise als Last. Ein dreifach hoch auf unsere britischen Staatsdiener. Okay. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Guten Abend, Sir. Was ist das hier? Ein exakt zugeschnittener Baum. Typisch für das Empire. Wir zwingen sogar der Natur unsere Konventionen auf. Moment mal, hängt da ein Ball im Geäst? Halt, stopp! Keinen Schritt weiter, Sir. Was glauben Sie, was Sie da tun? Ich will diesen Ball dort holen. Mein Neffe hat ihn heute Vormittag beim Spielen aus Versehen in den Baum geworfen. Es tut mir leid, Sir, aber das kann ich nicht zulassen. Was? Ich will doch nur das Eigentum meines Neffen zurückhaben. Das mag ja sein und prinzipiell spricht auch nichts dagegen, Sir. Aber es hat den ganzen Tag geregnet und Sie sind im Begriff, auf diesen englischen Zierrasen zu treten. Na und? Na und? Entschuldigen Sie, aber sind Sie noch ganz bei Trost, Sir? Durch den anhaltenden Regen ist der Boden völlig aufgeweicht und die edlen Grashalme sind den Tritten ihrer groben Stiefel schutzlos ausgeliefert. Also gut, dann gehe ich eben ganz vorsichtig über den Rasen. Versprochen. Halt! Wenn Sie auch nur einen Schritt in die Rabatte setzen, werde ich Sie verhaften müssen, Sir. Jetzt machen Sie aber mal halblang. Ich habe im Moment andere Sorgen. Der Rasen wird schon überleben. Sir, ich beliebe nicht zu scherzen.
Wenn es um den Schutz und die Pflege der Parkanlagen geht, verfüge ich über sämtliche Befugnisse. Schließlich repräsentieren wir auch hier die englische Krone. Was soll denn aus dem Empire werden, wenn wir es nicht mal schaffen, in unseren Kolonien gepflegte Gärten zu etablieren? Also, Sir, Sie stehen meinen Pflichten, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, im Weg. Entweder treten Sie jetzt einen Schritt zurück, oder ich muss Sie in Gewahrsam nehmen. Gegen so viel britisches Pflichtbewusstsein bin ich machtlos. Mit Lord Westons Auftrag kann ich allerdings auch nicht argumentieren, da die Angelegenheit diskret behandelt werden soll. Ich brauche also einen anderen Plan, wenn ich diesen Ball haben will. Haha, das hört sich irgendwie an wie so im Kindergarten, ne? Da ist ein Polizist, oh, tritt nicht auf den Rasen. Ich will nur meinen Ball wieder haben. Da liegt nichts Brauchbares drin. Ja, dann lege ich mal was Brauchbares rein. Na schön, dann trenne ich mich halt von diesem alten Ding. Ich nehme meinen alten Wecker mal wieder mit. Nein, lass den da drin. Na schön, dann trenne ich mich halt von diesem alten Ding. Lord Weston hat mir bereits alles gesagt, was ich wissen muss. Ich sollte ihn nicht unnötig stören und mich wie versprochen um die Vorbereitungen meiner Reise nach Tibet kümmern. Ich nehme meinen alten Wecker mal wieder mit. Lord Weston hat mir bereits alles gesagt, was ich... Tja. Irgendwas fehlt noch. Der Polizist kontrolliert den Eingangsbereich des Palasts. Kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Nur zu, Sir. Um ein Haar hätte mich heute die Tong-Triade im Hafenbecken ertränkt. Wieso war da eigentlich weit und breit kein Streifenpolizist zu sehen, der mir hätte helfen können? Wenn sich der Vorfall, wie Sie sagen, im Hafen ereignet hat, müssen Sie eine offizielle Beschwerde ans Büro der Kolonialverwaltung richten. Dort ist man für die südlichen Distrikte verantwortlich. Ich bin direkt dem Palastdezernat unterstellt und sorge inner- und außerhalb des Anwesens für Ruhe und Ordnung. Ein dreifach hoch auf die britische Bürokratie. Na gut, dann lasse ich die mal wieder in Ruhe. Länger von der Arbeit abhalten. Guten Abend, Sir. Was ist denn mit dieser blöden Katze hier? Am liebsten würde ich dem Mistvieh den Hals umdrehen. Aber einerseits bin ich ja ein tierlieber Mensch, andererseits würde der Lärm womöglich wieder Tongs Primaten anlocken. Ja, das stimmt natürlich. Was haben wir denn im Inventar? Diese Unterlagen habe ich von Lord Weston erhalten. Sie betreffen Richards Expedition nach Tibet. Leider helfen sie mir nur bedingt weiter. Bevor Richard und seine Männer verschwunden sind, waren sie in einem Gebiet im Himalaya unterwegs, das sich knapp 400 Meilen östlich von Lhasa befindet. Leider ist dieser Teil Tibets kaum erforscht und es gibt keine offiziellen Karten. Wenn ich Richard finden will, muss ich mir also zunächst möglichst viele Informationen über diese Region beschaffen. Hm.
Wir müssen irgendwie diese blöde Katze da wegbekommen. Zum Hafen. Da war der Junge, der wollte eine Fledermaus haben. Hier waren wir gerade schon mal. Ich hab diesen scheiß blöden Bäcker in den Mülleimer schmeißen. Da liegt nichts Brauchbares drin. Quatsch mir den nochmal voll. Wie ich sehe, hatten Sie hier alles unter Kontrolle. In der Tat, Sir. Na gut, dann lassen Sie sich mal von mir nicht ablenken. Guten Abend, Sir. Lord Weston hat mir bereits alles gesagt, was ich wissen muss. Da kommen wir nicht rein. Englischer Gartenkunst konnte ich noch nie viel abgewinnen. Ich probiere mal so ein bisschen rum, ne? Das Maßband, können wir dem das geben? Der Polizist kontrolliert den Eingangsbereich des Palasts. Ja, nee. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. So wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tun sollte, für den Fall, dass Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Aha. Was ist das? Lord Weston hat mir bereits alles gesagt, was ich wissen muss. Ich sollte ihn nicht unnötig stören und mich wie versprochen um die Vorbereitungen meiner Reise nach Tibet kümmern. Ja, aber ich brauchte dieses Foto. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo einen Schlüssel? Redward kann mir Gas nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn daher lieber in Ruhe arbeiten, damit die Maschine rechtzeitig startklar wird.